Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Hype-Life-Video. Wieder der nächste Abend, der nächste Tag, Review gestern, Montag, neue Woche angefangen, und ich habe mir vorgenommen, mich zusammenzureißen, habe wieder gute Laune, inshallah, wird alles gut, ich hoffe es zumindest. Es sind zwar am Morgen wieder ein paar Probleme aufgetreten. Ich habe viel telefonieren müssen, aber ja, inshallah, wurde alles gut. Ich weiß es tatsächlich auch nicht so genau. Ja, viele Gespräche mit der Familie und ja, natürlich auch die Arbeit, die Versorgung der Tiere, Frühstücken, alles wie immer. Täglich grüßt das Murmeltier, kann ich immer nur wieder sagen. Ich bin ja so ein Mensch, der macht eigentlich immer das Gleiche. Also ich esse immer das Gleiche, und wenn ich eine Routine habe, dann mache ich auch immer das Gleiche, ne? Und leider, wenn ich diese Routine dann wirklich so intus habe, dann wird es auch mir, dann wird es langweilig. So nach 2 Jahren Routine muss ich dann wieder einen Wechsel in meinem Leben vonstatten bringen. Und das ist langsam wieder so weit. Aber naja, gestern jedenfalls habe ich nach der Arbeit mir überlegt, ich muss unbedingt irgendwie mal raus. Ja, ich möchte doch mal runter. Will noch mal gucken, ob ich noch mal eine neue Gardine habe. Diese Gardine hatte ich inzwischen angebracht. Die hatte ich ja durchgeschnitten, und mit dieser Gardine sozusagen habe die einmal durchgeschnitten, habe die eine Hälfte hier angebracht, die andere an das Fenster, auch wenn das ein bisschen zu kurz ist tatsächlich. Ja, also nicht breit genug für die Fenster. Das ganz gut, hätte auch ein bisschen breiter sein können. Und infolgedessen habe ich mir überlegt, ich könnte eigentlich diese Gardine an das Küchenfenster anbringen, weil auch das passt natürlich jetzt nicht so richtig, und habe mir überlegt, ich muss vielleicht noch irgendwo im einen A101 Laden, wird es doch sicherlich noch irgendwo eine geben. Und jetzt inzwischen bin ich gar nicht mehr sicher, war das überhaupt A101, wo wir die gekauft haben, oder war das Beam? Ich habe auch keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe jetzt mehrere A101 Läden angeguckt und auch online. Ich habe die Gardinen nicht mehr gefunden, ne? Schade, ist auch nicht so schlimm. Ich hatte ja sowieso überlegt, diese Gardine zu lassen, diese weiße Gardine. Aber wäre ganz schön gewesen, wenn ich sie noch gefunden hätte. Diesbezüglich bin ich gestern eigentlich noch mal runter, aber natürlich auch, um ein bisschen meine Beine und Knochen in Bewegung zu setzen. Und bin dann zuerst, nachdem ich runtergegangen bin, habe auch ein bisschen gefilmt für euch. Das Wetter war zwar wieder tierisch heiß, aber ja, es ging ganz gut. Ich bin runter, habe dann geguckt, ob ich ein A101 direkt erwische. Hatte ich auch, als ich die Jagd mal runterkam, hatte ich auch im Online gesehen, dass sie online laden, dass die eigentlich eine Gardine hatten, aber ich konnte nicht genau erkennen, ob es die gleiche ist wie meine. War sie nicht. Die sieht anders aus. Deswegen habe ich sie auch nicht mitgenommen. Anschließend habe ich mir gedacht, komm, wir gehen mal in den Schnäppchenladen. Da waren wir lange nicht mehr. Der liegt ja in der gleichen Straße, in Atatürk, ein Stück weiter hoch, die Jekta Mall. Auch wenn es kein Schnäppchenshop mehr ist, ist alles richtig teuer geworden auch da. Und eigentlich kann man da auch nicht mehr viel kaufen. Aber es ist so wie so ein 1-Euro-Laden. Da gibt es so viele Kleinigkeiten, und ab und zu nehme ich dann doch mal das ein oder andere Teil mit. Ich habe mich umgeguckt. Ich hätte gern so ein Nähkästchen gehabt, wo ich meine ganzen Nähutensilien reintun kann. So ein Holzkästchen, wie Oma kennt ihr sich. Ich habe im Internet geguckt nach Nähkästen. Die sind hier auch richtig teuer. Also unter 20, 30 Euro kriegst du hier keinen Nähkasten, ne? Kennt ihr die zum Aufmachen, ne? Wie Oma die hatte, so einen hätte ich gerne. Möglichst auch ein bisschen kleiner, aber das gebe ich nicht aus. Habe ich in Deutschland schon nicht ausgegeben. Das sind auch deutsche Preise, ne? Genau wie in Deutschland, der gleiche Preis. Habe ich da auch schon immer mehr kaufen wollen, und habe mir das nicht gegönnt. Ja, vielleicht lasse ich meinen Mann mal irgendwie was aus Holz basteln. So eine Holzkiste, wo ich dann Nadeln und Stricknadeln und Garn und also was einordnen kann. Habe ich da nicht gefunden. Ich hätte jetzt auch was Alternatives gefunden, so ein Plastik Ding erstmal, aber habe ich auch nicht gefunden. Und das, was ich gefunden habe und eventuell noch hätte nehmen wollen, war teuer, ne? Also wie gesagt, dieser Shop, der lohnt sich eigentlich nicht mehr. Aber ich habe eine schöne Tespik gefunden, also eine schöne Gebetskette. Die habe ich euch auch noch gar nicht so richtig im Vlog gezeigt, fällt mir gerade ein. Das mache ich nochmal gleich. Und dann habe ich mir so einen Kaaba-Anhänger geholt von der Kaaba in Mekka. Den kann ich, der ist in Schwarz, der hat auch irgendeine Gebetsschrift drauf, aber ich weiß nicht, was da drauf steht. Und das will ich ja meine Handtasche machen, weil meine Handtasche, da ist dieser Zieher ja kaputt gegangen, und dann habe ich da ja so ein Gummiband gemacht, so ein weißes, das sieht mega hässlich aus, und habe ich mir, damit liebäugel ich schon lange. 30 Teller habe ich für diesen Anhänger bezahlt und 40 für die Gebetskette, doppelt so viel wie bei A101, aber es ist auch kein Vergleich, die ist wesentlich hübscher und lässt sich viel besser und weicher und softer durchziehen. Die habe ich mir gegönnt, und
Ja, dann bin ich wieder nach Hause gestoppt und ich glaube, ich bin noch mal in den Einkaufsladen gegangen, ne? Bei Beam oder bei A101, ich weiß es gar nicht mehr genau. Genau, ich glaube, es war Beam, ne? Denn wir haben uns noch Eis gekauft, das habe ich vorhin gegessen. Also dieses Eis, kann ich schon mal sagen, habe ich heute gegessen. Es war aus bestand aus Kirsche, Zitrone und Erdbeer. Und am Anfang, als ich es probiert habe mit euch hier in der Küche im Vlog, hat es mir auch richtig gut geschmeckt. Aber nachher, im Nachgang, als ich hier saß, es schmeckt schon sehr künstlich. Und ich glaube, da sollte man sich vielleicht doch lieber die Marke gönnen, wenn man sich schon einen Kasten Eis holt. Der hat ja auch nur 57 Teller gekostet. Geht durch, aber ich bin sowieso kein Fruchteis-Fan. Aber das sah so lecker auf dem Bild aus. Und genauso sieht es auch in Wirklichkeit aus. Schmeckt aber leider nicht so gut. Naja, und dann bin ich wieder nach Hause, wie gesagt, und habe. Gerade noch oh, ich bin zum Nachmittagsgebet geschafft und habe mir dann überlegt, dass ich meine Fliegengitter mit Silikon befestigen muss. Und ich hatte ja vor ein paar Wochen beim Salle Passage, nee, beim Salle Passage, beim Karnevalshop habe ich mir Silikon gekauft. Ich dachte eigentlich, der sei durchsichtig, ist er aber nicht, der ist weiß. Erst habe ich meine Schwierigkeiten mit dieser Pistole gehabt, also so ganz hingekriegt habe ich das, glaube ich, auch nicht, aber ich habe es reinbekommen und dann habe ich das Fliegengitter hier in meinem Schlafzimmer abgemacht, weil das ist nicht richtig dicht. Das hatte ich gekleben müssen, weil an den Seiten sind Löcher und da kommen natürlich die Mücken gerne rein und beißen mich nachts. Und da habe ich mir gedacht, ich klebe das jetzt einmal richtig zu mit Silikon. Und zum Glück, das hat auch richtig gut geklebt. Auch mein Teppich habe ich hier geklebt. Diese Stufenauflagen, da ist ja eine immer abgegangen. Richtig toll geklebt. Hätte ich mir mal früher kaufen sollen, hätte ich mal viel früher machen sollen, hätte ich mich nicht mit diesem blöden Klebeband den ganzen Winter über ärgern müssen. Also das ist jetzt auf jeden Fall abgespeichert. Im Karnevalshop gibt es ein tolles weißes Silikon. Kauft euch das, wenn ihr solche Experimente vorhabt wie ich. Hat, glaube ich, 3 € oder so gekostet, umgerechnet. Ja, und das Fliegengitter hat auch sofort, klebte sofort. Jetzt habe ich noch ein paar andere natürlich, habe ich aber leider heute nicht geschafft wieder. Es war auch gestern wieder zu spät, denn ich konnte nicht genug filmen. Ich hatte nämlich keine Elektrik. Also mein Strom ist ausgefallen. Genau da, wo ich anfangen wollte, am Abend mit euch die ganze Arbeit zu machen. Ich filme ja gerne abends, arbeite auch gerne am Nachmittag. Dann habe ich den Tag über schon mal alles weg mit YouTube und dann kann ich mich auf den Vlogs konzentrieren am Nachmittag. Aber ich konnte nicht filmen, weil ich hatte nur noch ganz wenig Akku auf dem Handy. Ich filme ja mit dem Handy. Es war ungefähr 1,5, 2 Stunden war der Strom weg. Ich habe auch angerufen, da war auch noch nicht mal ein Schaden gemeldet, aber Alhamdulillah, es kam relativ schnell wieder, denn wenn ich nicht genug Akku habe auf dem Handy, kann ich auch nicht telefonieren und kann auch nicht filmen und kann nicht arbeiten und kann nichts machen und Internet habe ich sowieso nicht. Ich hatte zwar Mobilinternet, aber ich kann ja nicht hochladen mit dem Mobilinternet, weil ich nur ganz wenig Gigabyte gekauft habe. Also das ist immer ein richtiges Problem. Ich habe heute tatsächlich auch den ganzen Morgen versucht, einen Akku zu kaufen, so ein Solar, also eine Powerstation, kein Akku, sondern eine richtige Powerstation, wo ich auch mal Steckdose reinstecken kann. Habe ich aber nicht wirklich hier gefunden, muss ich sagen. Also auf den deutschen Seiten ja, aber nicht so richtig hier. Und wenn, dann richtig teuer. Warum bellen die denn jetzt? I don't know. Ja, mein Lieben. Und im Anschluss kam dann der Strom, dann konnte ich wieder ein bisschen filmen, habe dann nämlich auch meinen Zaun nochmal absichern müssen, weil unten ist dieser Zaun, den ich gemacht hatte vor 3 Tagen, vor 2 Tagen, richtig spitz. Und ich habe gesehen, dass die Hunde da spielen, immer ziemlich nah am Zaunrand. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das muss ich besser absichern. Und dann habe ich die Türen dahin gelegt und die Palette. Und so können die sich dann nicht mehr verletzen. Zum Glück hat der Gärtner das heute beim Saubermachen auch nicht weggenommen. Genau. Also, und dann, wie gesagt, am Abend habe ich dann noch meinen Blumenkohl gegessen. Den hatte ich ja noch am Tag zuvor. Es hat auch noch mal richtig lecker geschmeckt. Und dann ging der Tag vorbei. Ich hatte noch 1,5 Stunden mit meiner Familie telefoniert. Das heißt, wieder richtig spät auch wieder ins Bett. Aber kein Problem, ich habe alles gut hinbekommen und ja, es war ein guter Tag, Alhamdulillah. Also es war arbeitsreich, aber trotzdem war ich sehr dankbar dafür, Alhamdulillah, dass ich einen schönen Tag hier in Alanya verbringen durfte. Und euch wünsche ich jetzt auch einen schönen Tag, wann immer ihr mir zugeschaut habt.
Ich kann nicht immer Lehren aus irgendetwas ziehen, aber meistens ist es Dankbarkeit, ja, für das, was ich habe, für das, auch wenn es vielleicht mal etwas ist, was schief geht oder was traurig ist oder was mir nicht gut tut, aber ich bin immer dankbar für das, was ich habe, weil ich weiß, dass es vielen Menschen sehr viel schlechter geht. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.